Weiter geht's mit Paper Mario hier in Kapitel 2. Wir haben jetzt, glaube ich, genau 10 von diesen Dingern, sogar 11 eigentlich. Und damit sollten wir, glaube ich, nun weiterkommen, oder? Wenn wir das Bubuvel hier reinlegen, dann gehorchen sie uns. Sehr gut. Ich glaube, unser Ziel ist es, hier alle zu retten und alle zu finden. Schau nur, eine Röhre. Oh, wie aufregend. Endlich passiert mal etwas. Ja, oder? Aber das Ding nehmen wir wieder mit. Denn wenn wir das nicht mitnehmen würden, ja, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir definitiv ein Problem. Deshalb nehmen wir es sofort wieder mit. Was machst du denn hier? Ha! Idiot! Faulenzer während deiner Arbeitszeit! So. Aber den Pilz da hinten, ne? Den hätte ich schon gerne. Oder möchtest du vielleicht angreifen? Mit einem Body Slam! Auf den hinteren am besten. Oh, daneben! Ah, fast. Fast daneben. Weil das bewegt sich nochmal von alleine. Und deshalb war das gerade schwierig. Machen wir den Multi-Jump. Er macht aber nur einen Schaden auf beide. Schade. Ja, ob ich den Multi-Jump so mag. Geht so. Geht so. Ernsthaft? Der kann den Pilz auch verwenden? Na gut, das ist doof. Oh, und ja, okay, beide heilen sich auf. Beziehungsweise er bufft sich. Was irgendwie nicht besser ist. Aber kein Problem. Wir müssen einmal einen Powerblock. So, und Mario macht den hinteren schnell platt. Mit dem Hammer. Juhu. So. Lass die kleinen Viecher in Ruhe. Und verschwindet von hier. Okay, unser Ziel ist es übrigens, nicht nur alle hier zu finden und zu retten, sondern natürlich auch noch herauszufinden, wo sich denn hier der Stern befindet, das Juwel befindet. Hä? Okay, die wollen nicht. Warum wollen die nicht? Was ist, wenn ich hier runterfahre? Ich will es wissen. Mal sehen, ob sich hier noch irgendwo welche befinden. Irgendwo welche verstecken, ich weiß es nicht. Oh, eine Insignie. Ja, warum auch nicht? Nehme ich an. Ich weiß nicht, ob wir mit ihrer Fähigkeit irgendwie die Luftblasen beeinflussen können, dass die irgendwas bewirken. Weil ich habe das Gefühl, oh, Donnerzorn, nice. 5 Schaden, aber da geht das nice. Ich habe das Gefühl, dass diese Blasen nicht umsonst hier nach oben steigen. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich irgendwie die Seifenblasen? Ja, könnte ich gerne beeinflussen, ne? Aber. Okay, warte, vielleicht von der anderen Seite. Vielleicht von hier? Na gut, aber was soll das bringen? Hm. Die beiden Röhren machen, glaube ich, nichts, ne? Die führt mich nur nach oben. Aber warte mal, was macht denn dann die hier? Oder gab es auf der anderen Seite auch noch eine Röhre, die mich. Nö. Die führt woanders hin. Aber jetzt haben wir die kleinen Viecher nicht mehr. Okay. Was bist du denn für einer? Eine weiße Spinne. Aber einen Schatz für Skulter wird es mir wahrscheinlich nicht geben. Also Gumbrida, hilf mir mal hier eben. Und sagt mir, was zur Hölle ich mir da anschaue. Das Ding ist gruselig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das Ding, das ist eine Fadler. Pfui, ich spinne. Die ist ja riesig. 5 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Brrr. Beim Angriff können sie bis zu 3 Mal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es also auf das richtige Timing an. Die Bubus mögen Fadulas wohl auch nicht besonders. Kaum sehen sie eine, schon ergreifen sie die Flucht. Ist doch verständlich, oder? Ach, die haben Angst vor kleinen Spinnileins. Ist das so? Ja. Das wird wohl ein bisschen dauern, bis wir die besiegen. Wir halten nämlich einiges aus. Okay, okay, verstehe, ich verstehe. Oh, und jetzt drehen die sich. Schwieriges Vieh. Bam! Was? Ich habe das Timing verkackt? Oh no. Das waren kostbare BP.
muss mich hier besser anstellen, wenn ich hier lebendig durchkommen will. Und vor allem, wenn ich es beim Boss schaffen möchte hier. Und wir wissen, hat jedes Kapitel einen Bosskampf. Das ist einfach eine unausgesprochene Regel. Es ist einfach so. Und für diesen besagten Bosskampf muss ich mich hier stärken. Somit auch mit den Experience Points. Die sind natürlich auch wichtig. Oh, danke. Eine Blume zurückbekommen. Das Ding muss sich verschwinden hier. Auch eine Insignie. Krass. Okay, die Piranhas. Wow. Die kennen wir ja schon. Die sind aber exakt gleich wie in 64, ne? Sind ja exakt gleich, wie die hier funktionieren. Oh nein. Habe ich noch eine Feuerblume? Nein. Ich habe aber einen Donnerzorn. Komm. Nutze ich den. Dann spare ich mir den Kampf. Wir schauen uns weiter. Yeah! Irgendwas kann ja nicht stimmen. Ich muss auf jeden Fall gleich mal wieder zurückgehen und die Viecher holen. So viel steht fest. Oh Mann! Komm schon! Muss das sein? Ey, und dann noch. Oh Gott. Jetzt hätte ich eigentlich den Donnerzorn benutzen müssen, aber na gut, ich hau einfach ab. Okay. Hier ist nichts. Ich hätte, die würden sich hinter so Gebüschen oder so verstecken, aber bisher tun sie das tatsächlich nicht. Oder muss ich vielleicht alle Gegner besiegen? Bin hier. Was macht denn der auf einmal hier? Mario, da war einer von den Pikatos. Und ich hatte recht, die haben den Schlüssel für die blaue Zelle. Die Momos und die Pikatos sind schon seit Urzeiten verfeindet. So, das sind Mücken, okay. Und jetzt wissen wir, dass sie sich mit diesem Typen verbündet haben, um uns, aus dem Baum zu vertreiben. Aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen, Pixel. Eigentlich hätte sich der Pixel, den ich kannte, eher irgendwo versteckt, anstatt zu kämpfen, allerdings. Aber jetzt, wo auch unser Feind geworden ist, keine Ahnung, Mann. Nicht gut. Lauf! Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Du dürftest eigentlich gar nicht hier sein. Wie zur Hölle soll ich da überhaupt hinkommen? Pfeil zeigt nach unten. Ich traue dem Pfeil nicht. Das ist ein riesiges Labyrinth hier. Ich hätte wirklich gerne mal eine Map. Das würde ziemlich weiterhelfen. Es geht jetzt ab. Alarm! Da kommen sie, die Pikatos! Eine ganze Hundertschaft geben wir sie. Na los, Mario! Sicher? Na gut. Ah! Ein nach dem anderen. Hä? Wir haben sie in der Hand. Wir ziehen sie zurück. Also, das würden wir verlieren, wenn wir ihnen zahlenmäßig unterlegen sind. Okay, also ich soll genug von euch Viechern sammeln, damit wir den Kampf dort gewinnen. Verstehe. Hier in der Nähe soll übrigens auch ein versteckter Itemshop sein, habe ich gehört. Wenn du Items brauchst, sollten wir dort vielleicht mal vorbeischauen. Okay, wo ist denn der? Warte mal, sag mir jetzt nicht, der ist hier. Okay, okay, das war extrem offensichtlich, dass er. Also, jetzt wo sie es gesagt hat. Vorher war es nicht so offensichtlich, jetzt wo sie es gesagt hat, war es offensichtlich. Okay, ich schau mal kurz nach in den Shop. Könnte ja hilfreich sein. Herein, willkommen in Bubuwitz-Laden. Was geht denn? Nee, ich kann was lagern tatsächlich, weil ich habe noch einen von diesen Pilzen, die richtig krass sind. Genau, den Ultrapilz. Der Rest kann ruhig erstmal bleiben. Okay, schauen wir mal. Ich möchte was kaufen. Was bist du für einer? Guckt ihn euch an. Hab mich vor diesem Typen in den Laden hier geflüchtet. Hier finden sie mich nie. Die scheinen hier irgendwas zu suchen. Keine Ahnung was. Was? Wisst ihr was drüber? Tatsächlich schon. Wie sieht es aus mit Leben? Ja, geht noch so, geht noch so. Mysterium? KP Schlürfer. Angriffskraft 5. Anwender KP steigen um 5. Oh. Wir ziehen 5 Leben vom Gegner weg. Auch nicht schlecht. Ey, ja, ich weiß, Controller. Mach ich gleich. Oh Mann. Nee. Ich habe irgendwie nach anderen Items gehofft. Und warte mal, ist das hier vielleicht, was ich brauche?
Auf drei. Eigentlich drei Schaden auf alle Gegner, das geht so. Kleiner, was versteckst du dich hier? Oh. Warte mal, was? Pixel! Was ist denn das? Dieser Pikachu hat bestimmt alles durcheinander gebracht. Aber der scheint ja noch ein Kind zu sein. Oh, was für ein süßes kleines Ding. Der hat ganz bestimmt nichts Böses getan. Ach, tu ihm doch nichts, Mario. Okay, lassen wir ihn in Ruhe. Mhm. Oh, Mario, sieh nur, wie verschreckt das kleine Würmchen ist. Auch das erinnert mich daran, wie ich das erste Mal auf der Bühne stand. Vielleicht möchte er mit uns kommen? Das Pikachu-Kind, das leckt stumm, es gehört jetzt zum Team. Okay. Hab ich schon viel von dir gehört, Mario. Aber du scheinst wirklich ein Talent dafür zu haben, Freunde zu finden. Hätte nie gedacht, dass du sogar einen von diesen Pikatus mitnimmst. Ich wünschte, ich hätte als Ladenbesitzer auch so viel Talent. Okay, ich weiß zwar nicht genau, was er uns bringen tut, aber... Na gut, nehmen wir ihn mal mit. Vielleicht... Vielleicht kann er uns helfen. Wir schauen mal. Oder er ist Meister der Überredenskunst. Nice, ein Stempelter. Meister über Redenskunst, damit er vielleicht seinen Freunden sagen kann, yo, lass die mal hier in Ruhe. Na was? Mein Kopf kommt hier nicht durch dieses Labyrinth durch, das kann ich euch sagen. Wo geht's nach links, wo geht's nach rechts, nach oben und nach unten? Ich hab keine Ahnung. Oh, und hier ist exakt das gleiche. Pikatus! Das sind nur 10, die schaffen wir. Los, los, Mario. Ah, okay. Okay, wenn ich alle 11 hole, dann schaffen wir diesen Kampf. Okay, dann finde ich jetzt erstmal heraus, wie ich die überhaupt hinbekomme. Machen wir eine kleine Pikmin-Action. Kann ich die nehmen und dann werfen? Das wäre super. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ja, nice, Bray hat mich nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Kann ich da von oben runterfallen? Nee. Nee, ich glaube nicht. Oder kann ich das hier vielleicht wegpusten? Tatsache, krass. Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt probiert habe. Ich habe nämlich nicht gedacht, dass es klappen würde. Oh. Ach, Mann! Der ist doch extra platziert worden. Könnt ihr mir nicht erzählen. Der war extra platziert hier. Na gut. Wenn ihr unbedingt aufs Mal wollt. Obwohl, nee. Also, warte mal. Ich kann hier mein Maxi-Beben einsetzen. Das reicht nämlich alle an. Zumindest, wenn ich mich gut anstelle. Okay, komm. Schnappen wir uns diese Experience Points. Bip, bip, bip. Bip. Bip, 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 bip. Na komm. Ich werde das leid tun, euch mit Mario und seinen Freunden angelegt zu haben. Habt ihr verstanden, was das heißt? Schmerzen! Puh. Boah, 6 Schaden auf alle. Sehr, sehr nice. Okay. Ich glaube, den nächsten Gegner würde ich sogar wirklich bekämpfen wollen. Einfach nur, damit wir das Level bekommen. Und ich würde dann wahrscheinlich als nächstes meine Ordenpunkte, also meine OP, wieder ein bisschen leveln. So, ihr kleinen Racker, kommt mal her. Ich muss das hier nochmal schaffen, nochmal versuchen. Okay, jetzt war es viel besser, viel, viel besser. Und nochmal. Und diesmal andersrum. Perfekt! Oh, und Mario springt automatisch da rein. Sehr gut. Ja, war alles für die Insignie. Okay, perfekt. Dann habe ich hier doch noch gefunden und bekommen. Aha. Ah, die kann ich auch kaputt plätten. Diese ganz dünnen Papierdinger. Okay, wie kriege ich die über die Schlucht? Oder vielleicht müssen sie mit mir runterfallen hier? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Hä? Wie? Hä? Wieso stand da gerade 10 von 11? Was zum... Da stimmt doch irgendwas nicht. Hier steht was? Hier steht 10 von 11? Was? Ich kann hier durch?
Oh! Hä, wie das denn? Ah, hier ist eine Abkürzung. Okay, sehr nice. Hast du einen von meinen? Ein paar Bubus sind weg. Kannst du mir die holen? Na gut, ich hole sie. Ach die? Hä, wieso sind die mir denn nicht gefolgt? Okay, das ist echt strange. Aber gut. Das hilft mir zumindest schon mal ein Stückchen weiter. Und das hier ist immer noch sehr seltsam. Warte mal, vielleicht muss ich die drauf tun? Ja, okay, die chillen dann halt hier. Okay, folgt ihr mir? Er folgt mir. Und rüberspringen könnt ihr aber nicht. Nee. Das wollte ich nicht. Ups. Jetzt muss ich wieder. Jetzt muss ich wieder hier lang. Okay, das ist echt knifflig gerade für mich. So? Ich habe das Gefühl, es hat irgendwas mit diesen Seifenblasen zu tun. Weil ich kann die ja wegblasen. Das funktioniert ja. So, und die wollen doch bestimmt jetzt dorthin. Ja, ja, die wollen da auch hin. Kann ich die jetzt vielleicht wegpusten? Aha. Okay, ich kann die runterpusten. Ach! Okay! Dafür sind die Seifenblasen. Ah, interessant. Okay. Ja, ich hab's herausgefunden. Ach, dafür sind auch diese Löcher in diesen Holzröhren. Da wird die dort reinkriechen. Nett. Okay. Ich kann einfach direkt runter, glaube ich. Sie folgen mir nicht runter. Hätte ich wissen müssen, dass das nicht so einfach geht. Komm, wir wollen noch ein bisschen kämpfen, oder? Ja, das wollen wir. Ich glaube, wenn wir hier lang gehen zur Röhre, dann sind wir strikt da, oder? Hier rein, dann nach rechts. Ich glaube, da war der große Kampf gegen die Pikatos. Also zumindest die erste Horde. Und eigentlich sind wir doch zu 12. Aber nur 11 Bubus, aber eigentlich sind wir zu 12 für den kleinen Viecher. Wegen dem Pixel. Angriff! Bam! Oh, jetzt läuft's viel besser. Komm, besiegt sie! Nein, wir verlieren! Was zur Hölle? Oh, wir haben's geschafft. Geschafft! Die Pikatos sind alle besiegt! Und jetzt müssen wir noch ihre Festung erstürmen! Wir sind alle immer noch am Rot am Leuchten. Boah! Krieg! Oha! Was haben wir denn hier? So ein paar Eimer? Oder ein bisschen Pappe halt? Okay. Warum hatten die das? Was hatten die damit vor? Und was so. Oh. Okay, die gehen automatisch zu mir. Sehr, sehr schlaue Viecher. Das heißt Pikmin. Und wir kriegen einen blauen Schlüssel. Finally. Und das muss der Schlüssel sein für die Zelle, in der die anderen Bubus gefangen sind. Wir sollten sie schnellstens befreien. Ja, ich schätze, da hast du schon recht. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, hier müssen wir gleich nochmal zurückkehren, oder? Wirkt auf jeden Fall so. Okay. Okay, lass mich mal überlegen. Da kommen wir nicht rein. Nee. Gab es nicht irgendwo noch eine Tür? Für Fast Travel? Oh, was soll denn jetzt nur aus uns werden? Hey, Bubulea, was versteckst du da eigentlich? Nein, Pilz. Der ist ja schon total vertrocknet. Hm, weißt du, den hatte ich für Bubuleo gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet. Ach, Bubulea, wo bleibst du nur? Mach dir keine Sorgen, er wird schon kommen. Ja. Keine Sorge. Ich bin unterwegs. Yahoo! Yippie! Yeah! Mario ist der Held. Hihi! Doch, hier. Hier kommen wir entlang. Oh, doch nicht. Hm. Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss ernsthaft den ganzen Weg zurücklatschen. Ich glaube, ich muss den ganzen Weg zurücklatschen. Ich erspare euch das, wenn das der Fall sein sollte.
Okay, ich bin wieder zurück. Na, was gibt's? Du bist so süß. Haha. Wie widerlich. Eine ehrwürdige alte Dame, um so auf den Arm zu nehmen. Gut, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht... Du wirst nicht glauben, aber ich war einmal eine atemberaubende Schönheit. Ich konnte mich kaum retten vor lauter Verehren. Da gab es ein ganz besonders knackiges Kächen. Burburlold hieß er. Okay. 2 Stunden später. Und so bin ich nun zur Stammesältesten der Bubus geworden. Also, du solltest auch etwas aus deinem Leben machen, Caprio. Ja, so heiße ich ja, ne? Da war ja was, ja, genau. Okay, komm. Machen wir jetzt ernsthaft unsere Quest zu Ende und retten die restlichen Bubus. Besiegen dann die Pikatos. Sie versperren wahrscheinlich den Weg zum Juwel. Du sagst mir, ich bin richtig lang gegangen. Bin mir gerade nämlich nicht sicher. Warum sind der Gegner? Das ist gar nicht gut. Haben die Angst? Ich gehe einfach dran vorbei. Okay, die haben keine Angst vor Gegnern. Außer es sind diese Spinnen. Vor den Spinnen haben sie Angst, aber vor denen nicht. Oh, Gott sei Dank, bin richtig. Bin mir gerade nicht sicher. Populia, ich habe den Schlüssel. Vielleicht hole ich euch raus. Ja, komm, let's go. Rein damit. Nach links drehen, rechts drehen. Ah, jetzt. Okay. Ihr seid frei. Wow, alle nach dem anderen, bitte. Ja, noch einmal. Papulia. Alle sind im Kreis. Aber Papulia, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Hast du viel Angst? Ach, du kannst das sagen. Ich bin in Ordnung, glaube ich. Puh, das beruhigt mich. Papulia. Das hier wollte ich dir eigentlich geben, aber... Ich hab ihn für dich aufgehoben. Du magst doch Pilze, oder? Aber er ist vielleicht ein wenig eingetrocknet. Popolio, der hat sich ja schrecklich geschmeckt. Entschuldige. Aber nein, hast du das etwa nicht gewusst? Getrocknet mag ich Pilze am allerliebsten. Das war so lecker, das hat mir ein wenig die Sprache verschlagen. Wirklich, Popolio? Aber Popolio... Popolia, nicht so störrig, nicht vor allen anderen, ist ja peinlich. Ich bin da nur so gerührt. Leute, wir haben noch eine Mission zu erfüllen, ne? Ach, Popolia. Weitere 90 Bubus sind deinem Team beigetreten. Du hast jetzt 101 Bubu. Wo habe ich die Zahl schon mal gehört? Na gut, dann folgt mir. Die Musik. Wir sind eine Armee. Wir sind Krieger. Wir haben ein Ziel. Wir wollen es diesen Moskitos zeigen! Wir wollen gewinnen! Oh, sie hören mich nicht mehr zu. Warum halten die mir nicht mehr zu? Zuhören, ihr Schlappschwänze! Wir haben ein Ziel! Wir haben einen Gegner vor uns. Wartet mal einen Moment. Der muss verschwinden. Die müssen verschwinden. Warum sind da so viele auf einmal? Ah, es trifft nur den. Ne, dann lass es. Dann machen wir einen Multi-Jump. Jaho! Yippie! So, und du Body Slams direkt mal auf den ersten Dude drauf. Patsch. So, das sind ja diese grünen Viecher, die ihre kleinen Babys bauen, die man erstmal besiegen muss. Oh, er hat es nicht gemacht. Vielleicht macht das noch, ich weiß nicht. Die greifen aber auch ähnlich an wie Schallgeist. Diese Krusionen. Mir zumindest so aufgefallen. Ah, ja. Auf den kleinen drauf. Genau, genau. Ja, ja. Yeah. Perfekt. Mario macht den großen Bruder down. Jaho! Yippie! So. Und der Krusione darf noch einen Angriff versuchen. Was macht das hier denn? Wenn ich B drücke, dann machen die ganz unsere Hände nach oben. Warum auch immer. Ich hab absolut keine Ahnung, warum die das tun. Okay, schön noch getroffen. Den großen runden Bällchen. Und jahoo! Wir erhalten unser verdientes Level up. Jetzt! Alle freuen sich für den Super Mario. Der jetzt 9 statt 6 OP hat.
und Volker Heldes samt seinen Partnern. Sehr schön! Sehr schön! Okay. Freunde! Hört mir gut zu, ja? Ihr seid alles meine Abonnenten! Und deshalb müsst ihr mir zuhören! Wir haben alle das gleiche Ziel! Wir wollen gewinnen! Wir wollen Frieden! Wir wollen jedenfalls gewinnen! Und deshalb müssen wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Ich halte noch ein paar Motivationsgespräche mit denen und dann ja, bin ich da. Kann ein bisschen dauern. Okay, aufgepasst. Wir müssen das hier durchschaffen. Nein, habt ihr... Ach Gott, ernsthaft? Wegen dieser blöden Spinne? Jetzt reicht's aber. Yahoo! Ich möchte nie wieder diese blöden Spinnen sehen müssen. Also verschwindet von hier. Und lasst euch nie wieder blicken. Sonst lach ich euch ein. Kapiert? Was haben die nochmal von der Attacke? Die spucken mich, glaube ich, an, ne? Ja. Ach, was zur Hölle? Die machen rein. Hallo, reicht doch. Wow. Okay. Okay. Wie sie guckt, wenn dieses Produkt so. Ich spuck dich gar nicht. Ja, ich schätze, ich muss normalen Jump machen. Ich kann nur einen pro Runde leider fertig machen. Und mich dann leider ein bisschen angreifen lassen. Aber hey, wenn wir gut blocken, kriegen wir keinen Schaden. Also los. Konzentration. Ich muss an den Spider-Dance denken. Bisschen mittanzen und dann passt alles. Yahoo! So, weil ich irgendwie B noch mitgedrückt habe. Wow! Bingo! Maximale BP, obwohl das irgendwie nichts wirklich geändert hat, aber ich schätze trotzdem, danke. Ich schätze das. Bam! Nein, irgendwie nicht. Aber irgendwie wäre das schon unnötig. Aber okay. Bingo ist trotzdem ein Bingo. So, und bitte folgt mir alle. Keine Angst haben. Keine Angst. Achso, da war der Shop. Mit Pixel. Okay, hier sind die restlichen, habe ich recht. 92, schon mal nicht schlecht. 101, ja. Okay. Freunde, wir haben... Ich glaube, es hakt. Ja, gut, dann gibt's wohl den Krieg erst in der nächsten Folge. Und dafür müssen die Sets einstecken. Und zwar das Maxi-Beben. Einer meiner Lieblingsattacken tatsächlich. Denn mit diesem riesigen Stern haben sie ihre Chance verpatzt, sich bei den kleinen Bubus zu entschuldigen und oder uns zu helfen. Und als Bestrafung kriegen sie das, was sie verdienen. Ganz viel Schmerz! Nein, nicht perfekt. Aber es sollte ausreichen. Es sollte trotzdem 5 Schaden machen. Richtig? Ja, Gott sei Dank. Okay, eine Seite ist immer ein Schaden. Verstehe. Ja! Boah, es kostet aber schon viel. 2 Sternpunkte und die laden sich in diesem Spiel echt langsam auf. Aber okay, Freunde, falls ihr gespannt seid auf diesen Krieg, dann seid beim nächsten Mal dabei. Dann gibt es einen Krieg um das Sternjuwel. Die Bubus werden die natürlich gewinnen, aber was anderes kann man ja auch nicht von denen erwarten. So, wie sollte man da eigentlich hinkommen? Und warum chillt der eine da hinten? Naja, ist mir auch egal. Ne, komm, hol ich den. Komm mal her, Kleiner. Hat Angst. Ganz bisschen schüchtern. Ist okay. Genau.